Jetzt stehen sie da, ja, wie soll man das sagen? Zwei Rivalen noch friedlich vereint. Rivalen ist man ja schon länger in der Regionalliga West, jetzt auch im Halbfinale des TFV Karlsdorfer Tirol Cups. Der FC Kufstein empfängt zu Hause die WSG Swarovski Wattens. Ein Heimspiel, das hätten sich natürlich alle gewünscht. Ich frage vielleicht zuerst den Stefan Kröck von der WSG Wattens. Stefan, jetzt ist kein Heimspiel, jetzt darf man oder muss man in Kufstein antreten. Ja, das ist richtig. Also wir hätten uns ein Heimspiel natürlich gewünscht, aber es ist kein Wunschkonzert und wir wollen den Cup gewinnen und daher müssen wir auch die Hürde Kufstein auswärts nehmen und ich freue mich, dass ich in Friedl und viele Freunde, Bekannte in Kufstein noch treffe, aber natürlich machen wir keine Kaffeefahrt oder einen Ausflug dorthin, sondern wir werden dort anständig auftreten und das Beste geben und hoffentlich mit einem Sieg ins Cupfinale einziehen. Da wünschen wir natürlich alles, alles Gute. Ja, der Friedl Schweighofer strahlt ein bisschen mehr als der Stefan Krück von der WSG Wattens. Das gewünschte Heimspiel ist es geworden. Der Gegner, auch der gewünschte starke Gegner fürs Halbfinale? Das Heimspiel ist es geworden. Und der Gegner ist natürlich der stärkste Gegner, den was man im Tirol Cup, Karlsdorfer Tirol Cup, bekommen kann zu einem Halbfinale. Aber die Mannschaft, die hat sich zum Ziel gesetzt, das Finale zu erreichen. Und der Vorteil liegt dann schon, dass wir auf der Heimstätte spielen können gegen Wattens. Ansonsten verbindet uns ja sehr viel und der Freundschaft mit Wattens. Und das ist sicher toll. Und ein tolles Spiel wird es sicher geben. Jetzt gibt es ja da noch so eine kleine Schachfigur für beide Mannschaften, das ist der Thomas Silberberger. Der ist ja mit Kufstein mehrfacher Cupsieger geworden, mit Wattens ist ihm der Cupsieg auch schon einmal gelungen. Den will der natürlich jetzt wieder zurückholen, wie sehen das die Kufsteiner? Ja, auch mit Thomas Silberberger verbindet mich sehr viel, aber nicht nur mit dem Thomas Silberberger, sondern auch mit dem Emre Ildis, der ja Leihspieler von Wattens ist, von Kufstein nach Wattens gegangen ist und jetzt im Frühjahr zurück. Also das sind schon tolle Sachen, die wir an diesem Abend hier sehen werden und dass wir das auskosten können. Also und der Tipp fürs Halbfinale wäre natürlich jetzt wahrscheinlich für den Friedl Kufstein weiter, oder? Selbstverständlich. Und der Stefan Krück hat da was dagegen zu setzen. Ja, das ist ja ganz logisch. Also ich kann mich nicht herstellen und sagen, meine Mannschaft gewinnt den Kufstein nicht. Also wir sind sicher der Favorit auch auswärts gegen Kufstein, obwohl wir wissen um die Stärke der Kufsteiner Bescheid. Sie stehen aktuell auf einem Tabellenplatz, der was nicht ihrer Qualität entspricht aus unserer Sicht. Aber ja, wir müssen auf uns schauen, wir werden alles geben und hoffen auf den Finaleinzug. Jetzt hat es im Viertelfinale ja das Spiel gegen Schwarz gegeben. Jetzt gibt es ja in einer Woche wieder das Spiel gegen Schwarz in der Meisterschaft. Am 23. April ist das. Bei Kufstein läuft es, glaube ich, jetzt so ähnlich. Kommt zuerst das Cupspiel und dann auch das Meisterschaftsspiel. Ja, ob es bei Kufstein, wie die Kufstein-Auslosung ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber wir spielen jetzt gegen Schwarz. Das ist halt der Spielplan von der Regionalliga West. Dass wir im Cup im Viertelfinale gegen Schwarz spielen durften schon oder im Sport gegen Schwarz gespielt haben, das war ja nicht vorhersehbar. Das ist halt ja auch das losgebracht. Und ja, man muss es nehmen, wie es kommt. Ich meine, wir haben jetzt definitiv in den nächsten 5 Spiele haben wir 4 Auswärtsspiele. Das ist sicher kein Vorteil, Meisterschaft und Cup einberechnet. Aber wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und wir haben die Qualität in der Mannschaft und so werden wir es angehen. Und dann geht es jetzt also zweimal gegen Kufstein. Ja, zweimal in Kufstein, zweimal in der Festungsstadt, ist eine schöne Stadt, sei nette Leute, ist ein sehr schwerer Gegner, das wissen wir, aber ja, wir können es uns nicht aussuchen und wir werden es vernehmen. Wir freuen uns da auf das Cupspiel Ende April jetzt und wir haben Wattens dann als Saisonabschluss, als letztes Heimspiel, da wo wir natürlich hoffen, dass unsere Sache vom Tabellenplatz her auch erledigt ist. Und die Wattener wahrscheinlich hoffen, dass die Sache ganz erledigt ist und man sich schon da auf eine Relegation vorbereiten kann. Ich kann mich da in Frieden noch anschließen. Ich hoffe, dass für beide Seiten die Sache positiv erledigt ist, das muss man dazu sagen, also nicht negativ, sondern positiv erledigt ist und dass wir dann einfach ein tolles Spiel haben in Kufstein noch in der letzten Runde und wir uns entsprechend vorbereiten können auf die Relegation.